Dann ganz kurz auch vielleicht von mir jetzt noch nach doch 4 Jahren. Tschüss. war eine coole Zeit, 4 Jahre lang hier im Waschsalon Comedy zu machen, so viele Leute kennenzulernen, super tolles Team immer gab. Vielen, vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben, von Kamera, Mann, Frau, hinter den Kulissen, Redakteure, Redakteurinnen, ProducerInnen, alles, was so rumgewerkelt hat, und natürlich auch mein guter Freund Sven, mit dem ich das sehr, sehr, sehr gerne gemacht habe. Ich habe mich jedes Mal auf jede Show mit dir gefreut, und das wird mir ein bisschen fehlen, so dass wir hier zusammen abhängen. Und ich wünsche dem Nachfolgerteam alles Gute, weiterhin cooles Publikum, weiterhin schöne Shows, tolle Talente, und ja, das, was die Marke ausmacht, einfach Stand-Up at its best mit euch hier mitten in Köln. Ich glaube, das geht noch eine Weile, und ich komme nie wieder. Funny, because it's true. Danke an alle, und das ist ein Privileg, als Künstler oder Künstlerin arbeiten zu dürfen, und hiermit, hiermit verdiene ich ja nichts, aber generell damit das Geld zu verdienen, ist super schön, und Leute, die dann nach Hause gehen und irgendwie was für sich mitgenommen haben, gelacht haben, irgendwie vielleicht über irgendwas nachdenken, irgendwas aus einer neuen Perspektive sehen. Ich finde, Comedy ist immer so ein bisschen das Wasser um die bittere Pille, die man schlucken muss manchmal so. Ne? So dieses, ja, ist schon irgendwie nervig, aber irgendwie auch ein bisschen witzig. Und ich glaube, das ist, was wir hier machen, und ich glaube, es tut uns allen gut. Und es hat auch in den letzten Jahren wahnsinnig gefehlt. So, ich glaube, gerade in Corona, wenn alles irgendwie so war, und diese Weltangst, und alle waren angespannt. Und ich glaube, da hat das Live-Zusammensitzen in einem Raum, und das ist ja auch eine Art von Therapie irgendwie so, ne? Man diskutiert ja auch so ein bisschen, was kommt an, was kommt nicht an, so, wer wird gecancelt, wer nicht, und ne, das sind ja alles irgendwie, weiß ich nicht, und dafür brauchen wir das. Und mein Appell jetzt so am letzten Abend wäre auch wirklich an alle wieder: geht raus, guckt euch Shows an von allen möglichen Künstlerinnen und Künstlern, belebt die Kultur, so, weil das ist, was wir brauchen. Ich glaube, Kultur ist ein krasser Kit für die Gesellschaft, so zusammen zu lachen, zu weinen, irgendwie als Gruppe was zu empfinden, das kann man nur live, und deswegen kauft Tickets, am besten meine, und in diesem Sinne nochmal vielen Dank an alle, und wir sehen uns. Ich bin nicht tot zu kriegen, glaubt mir. It's done! Ah, ey Simon, ich kann das alles nur zurückgeben. Das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe es ja noch ein Jahr länger gemacht als du, ne? Trotzdem. Wer war cooler, ich oder Tané? Du, auf jeden Fall. Und Tané auch. Diplomat, ich kann sowas nicht. So, es ist tatsächlich so, dass ich das wirklich nur so zurückgeben kann. Alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich. Und ich bin auch am dankbarsten, dass wir das zusammen machen durften, weil das ist einfach schön, sowas mit einem Freund zusammen zu machen. Auf jeden Fall bleibe ich in dem Glauben, dass wir Freunde sind. Ja. So, genau. Sven hat meine freie Trauung moderiert. Ja, ich wollte es nicht sagen, ich wusste nicht, ob ich das durfte, aber ich habe Simon und seinen Mann getraut. Das habe ich wirklich gemacht. Das ist nicht der Wahnsinn, Leute. Oh mein Gott. Ja. Ja. Ja, ganz schön. Und es ist tatsächlich, also erstmal, ich wusste von beiden Preisen, ne? Also ich wusste beides. Das heißt, es ist so, seit fünf Jahren bin ich das Brain hinter Nightwash eigentlich, das weiß nur niemand. Aber ich habe tatsächlich, immer wenn es so ist, dass es dann doch mal deep und emotional wird bei mir, dann möchte ich nicht mehr reden, dann möchte ich singen. Und ich habe einen Song geschrieben zum Abschied. Und ich glaube, es ist unter diesen Umständen auch mal okay, so ein bisschen ernster zu werden, ein bisschen ruhiger. Und danach ist vorbei. Leute. Okay. Der
Moment ist da, es passiert jetzt gleich. Wir sind auf und davon. Und das war sie dann, unsere gemeinsame Zeit mit euch im Waschsalon. Es bleiben unsere Gags und Melodien. Das beste Publikum war immer am Start. Tausende Hasskommentare im Stream. Und Montagabende, an denen ihr euch besoffen habt. Doch so schön die Zeit auch war, sie ist jetzt vorbei. Und dann nun im nächsten Jahr, Nightwash ohne uns zwei. Wie will man gehen, was lässt man da? Diese Fragen stellen wir uns seit Wochen. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Wir könnten euch Geschenke machen mit Glitzer obendrein. Doch das sind viel zu schöne Sachen. Deswegen. Durch erschrocken, ne? Ja. Gehen wir mit einem Knall. Dankeschön, das war's. Ja! Vielen Dank, Sven! Danke.